Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Neuland hier auf meinem Channel. Ich bin's wieder, euer Neuländer. Und wir spielen, ihr habt es euch gewünscht, The Forest. Public Alpha Version V5.2b. Nun, ohne große Worte, wir fangen gleich direkt an. Wir gehen in den Singleplayer, neues Spiel natürlich. Was haben wir hier? Normal. Hard und stronger enemies, tougher survival, lass mal lieber, mein Guter, weil, naja, ich, es ist Neuland, peaceful, nee, also so wischiwaschi bin ich jetzt auch wieder nicht, das mach mal nicht, ne, mach mal normal, okay, mach mal normal, so. Dieses Spiel habt ihr euch gewünscht, The Following ist ein Development Alpha Build, das heißt, Bugs werden enthalten sein, ihr habt es euch gewünscht. Ihr habt es euch gewünscht. Wenn ich Scheiße baue, dann seid ihr schuld. Genau gesagt, du bist schuld. Naja, du vermutlich nicht, weil du vermutlich nicht abgestimmt hast. Aber die abgestimmt haben, sind dann schuld. Ich habe übrigens mich aus der Umfrage rausgehalten. Ich habe gewartet, was ihr votet. Und wir befinden uns in einem Flugzeug. Nachts aufgewacht, vor kaltem Leberkäse und einer leeren Tasse Kaffee. Draußen sieht man nichts, außer ein paar Wolken und einem kleinen Grafikfehler. Und neben uns unser kleiner Timmy. Und ein Buch vor Timmy. Vor... Nee, es ist Tommy. Tommy, nicht Timmy. Tommy, ich nehme dir mal das Buch weg, ja? Du hast genug gelesen. Okay, das klingt nach Turbulenzen. Wow, fuck! Was zur Hölle? Wow. Was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Stürzen wir etwa ab? Scheiße. Oh. Das war Harald. Das tut mir leid. Ja. Tommy! Tommy, bleib bei mir. Kopf hoch. Das kann nicht gesund sein, was Tommy da gerade macht. Bisschen Schädel. Ey, wer bist du denn? Wer bist du? Lass die Finger weg von Tommy. Lass Tommy in Ruhe. Du Schwein. Tommy. Die Kopfschmerzen siegten. Wo bin ich? Wo? Ich bin noch im Flugzeug. Ich bin ganz blutig. Gucken wir uns erstmal hier um. Vielleicht hat sie noch Überlebende. Wir packen natürlich aber erstmal das Soda ein, ne? Und den Alkohol. Und noch mehr Alkohol und essen endlich mal was. Oh, die Passagierliste. Exit. Die Notfalltür hat uns ja nicht wirklich viel gebracht, ne? Naja. Was haben wir hier? Essen. Schön. Okay. Oh, da mal. Ist das nicht sogar tatsächlich unsere Leberwurst? Unser Leberkäse? Oh, guck mal, ein Reh, ein Contra. Für jene, die Heinz Erhardt wissen. Alter, weißt du Heinz Erhardt? Für alle, die Heinz Erhardt kennen, denen könnte dieses Zitat bekannt sein. So, was machen wir dann als erstes hier? Jetzt ein paar Truhen, Koffer, die würde ich mal aufmachen. Truhen, ich bin noch voll. Geh weg, ich kann Spinnen doch nicht leiden. Wow, was für ein Riesending, Alter. Haben wir es, wenn ich drauf darf? Nee, nix. Naja, nur Deko. Den Ball wollte ich nicht haben. Ja, was ist The Forest? Für jene, die das Spiel nicht kennen, das ist ein kleines Survival-Horror. Also wir sind hier abgestürzt und müssen jetzt schauen, dass wir hier überlegen. Ja, wir können hier auch noch ziemlich viel überlegen. In erster Linie geht es aber darum, dass wir unseren Sohn Tommy finden. Aber um das zu machen, müssen wir erstmal hier überlegen können. So. Zack, zack, zack. Und natürlich der Inhalt mancher Koffer anderer Leute hilft uns dabei zum Überleben. Die haben vermutlich nämlich nicht überlebt.
die werden das Zeug wohl nicht vermissen. Wir haben Kleidung eingepackt, einen Snack, nehmen ein paar Stückchen mit. Das sind ja ein kleines Hundli. Ah, okay. Wie viele Sticks können wir noch mitnehmen? Ah, das war's schon. Okay, keine Steine mehr, keine Sticks mehr. Unser Inventar ist voll, was das betrifft. Was haben wir hier? Okay, gut. So. Gut, ich denke, es wird Zeit für uns, dass wir anfangen, uns ein bisschen umzuschauen. Hier und da vielleicht auch noch. Also, wir sollten auf jeden Fall eine Basis errichten. Das ist wichtig. Tres Wichtikos. Ihr Spanier, es tut mir leid. Ich verzeiht's mir, aber. Ah, wir können rennen. Okay. Wir haben ein Survival Book. Das ist das, was wir dem kleinen Tommy abgenommen haben. Weißt du? Was haben wir hier? To-Do-Liste. Ah, hier ist die To-Do-Liste. Schön. Find Timmy. Ach, doch, Timmy und nicht Tommy. Set up Camp, ja. Find a missing plane passengers. Okay. Stats. Krass. Stats, cool. Best Terry. Aha. Aha. Okay. Was haben wir hier? Nature Guy. Aloe Vera. Ah. Das ist cool. Da haben sie wirklich seit dem letzten Mal, dass ich gespielt habe, wirklich viel daran. Ah. Ich dachte gerade, wir stehen vor dem großen Loch. Da vorne ist ein Boot. Wir schauen doch einfach mal, ob wir da runterkommen. Vielleicht gibt es beim Boot ja schönes Equipment. Wir schauen doch einfach mal. Ja, genau. Ihr habt ja das Spiel gewünscht. Beziehungsweise ihr habt abgestimmt. Ich habe euch ein paar Spiele zur Auswahl gegeben, nachdem ich Tormentum ja durchgespielt habe. Und tja. The Forest ist es geworden mit dem ersten Platz. Zweiter und dritter Platz teilen sich, Jotun und Enderal. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese beiden Spiele nicht kommen werden. Ne? Also die beiden Spiele, die ihr jetzt im zweiten und dritten Platz gewotet habt, die werden definitiv auf diesem Kanal noch erscheinen. Ich weiß aber noch nicht, also die Frage ist nicht ob, sondern wann. Ich spiele derzeit ja auch noch Dark Messiah. Das heißt, sobald Dark Messiah durch ist, werde ich vermutlich eins der anderen beiden Spiele anfangen. Und auch keine neue. Was ist das denn? Ah, da ist gerade eine Höhle. Wäre auch schön gewesen. Da könnte auch eine Höhle sein. Nee, glaub nicht. Doch nicht. Kacke. Ja, super. Sind die tatsächlich hier gefangen? Habt ihr gut entschieden, dass wir da zum Boot runtergegangen sind, ne? Wunderbar! Dankeschön! Ja, genau, sobald ich Dark Messiah durch habe, werde ich eins der beiden Spiele durchspielen oder weiterspielen oder anspielen. Ich weiß aber noch nicht welches. Ich weiß es wirklich noch nicht. Das werde ich vermutlich nach Lust und Laune machen, je nachdem, wie viele Folgen ich hier auch mit The Forest geplant habe. Mal sehen, mal gucken. Wird sich zeigen. Alter! Ich will nicht über den Seeweg zurück, weil es gibt Haie. Es gibt tatsächlich Haie in diesem Spiel. Und denen möchte ich unter Wasser nicht begegnen. Also machen wir eine kleine Kletterpartie und gehen wieder hoch. Je nachdem, wie viele Folgen eben für The Forest draufgehen oder geplant sind, möchte ich natürlich kein Spiel nebenbei machen, das auch ewig viele Folgen nimmt. Ne? Deswegen, Enderal, ich weiß es nicht, Jotun, ich weiß nicht, wie groß Jotun ist. Ich weiß es wirklich. Ich habe Jotun mal angefangen, ich weiß, dass es sehr schwer ist, das ist quasi so eine Art Zeichentrick Dark Souls irgendwie. Ohne. Warum wird da eine Bombe angezeigt? Ich frag mal lieber nicht. Ohne eben diesen Dark Quatsch. Nee, nicht Quatsch, sondern. Ohne dieses Dark Setting. Aber es ist halt schwer, man geht oft drauf und. Hui.
Und wir haben Durst. Wir brauchen dringend was zu trinken. Und wo sind wir denn? Hier. Hier ist eine Hütte. Aha, Seile, Seile, Seile. Nehmen wir doch mit. Weißt du was? Weißt du was? Das nehmen wir. Das Häuschen hier nehmen wir, würde ich sagen, oder? Als deine Basis hier davor. Ja, komm. Ja, hier ist genug Platz, um irgendwie noch was zu machen. Aber hier ist die roten Büsche. Hm? Die roten Beeren kann man nicht essen. Also man kann sie schon essen, aber sie sind ein bisschen giftig. Deswegen, jo, lassen wir mal. Suchen wir uns noch was anderes. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber wir sollten uns nicht zu lange... Ach komm, egal. Komm, wir machen es einfach. Wir sollten uns nicht zu lange hier vorne aufhalten. Oder auf dem Weg halten, bis wir unsere Basis starten, weil des Nachts kommen dann die Eingeborenen. Und die sind keine Freunde von uns. Also fangen wir einfach an, mal einen Baum zu fällen. Komm. Ja, komm. Ja, schon besser. Ja, Junge. Jetzt fäll den Baum. Sag mal. Früher konnte ich mal gedrückt halten. Das, jetzt. Na komm, du Lappen. Jetzt fäll das Ding mal. Sag mal. Junge. Ah, sogar in die richtige Richtung, wie ich es haben will. Schön. Ah, wir haben... Ach. Wir haben ja noch gar keine Blueprints gemacht. So. Soweit habe ich das Spiel schon mal gespielt, dass ich weiß, was wir machen müssen. Und. Nee, warte. So. Nee. Hey. Da. Custom Walls. Ah. Hier rein? Ich weiß es nicht. Geil, sogar mit Schloss. Mit Schloss sogar. Aber das Schloss ist auf der falschen Seite. Aha. Machen wir das mal weg. So. Custom Building. Aha. Aha. Hier, Wall with Door. Wir drehen das mal. Mhm. So. Mhm. Eine Basic Wall. Die hängen wir da ran. Die, na, na, komm. Hallo. Hä? Was machst du denn? Ich will das so an. Hallo? Hey. Hey. Ach. Also echt. Junge. Pilze. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Wall with Door. Okay, machen wir es mal. Zack. Okay, wir laufen jetzt hier hin. So. Das sieht doch schön aus. Das ist total verkackt. Oh. Was kannst du eigentlich? Was bist du denn eigentlich für so ein Bauarbeiter, ja? Kannst nix. Na komm. Jetzt. Ja, genau. Da setzt du an. Schön. Na komm. Ja, geht doch. Okay. Ba-ba-ba-ba-ba. Wir bauen uns ein Haus. Wir bauen uns ein Haus. Oh, und ich habe gesehen, da ist eine Siedlung gar nicht mal unweit. Ist es klug?
Ist das klug? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Na komm, noch ein paar Mal. Ein paar Mal, komm schon, Junge. Mach nicht schlapp. Jupp, richtige Richtung. Den nehmen wir auch mit. Komm. Was soll der Geiz? Hier hat sie noch genug Bäume. So. Hör ich da jemanden? Als ob das nicht auffallen würde hier auf der Insel, dass da irgendjemand mit lautem Gedonner Bäume fällt. Aber hey, die Logik. Wir wollen das mal nicht hinterfragen. Und zip, zip. Zack. Zack. Wunderbar. Eine weitere Mauer hinter uns. Oder vor uns. Hinter uns gebracht. Hinter uns gebaut. So. Dich hätte ich. Nein. Okay, ich glaube, wir haben einen weiteren Bug gefunden. Na, komm. Na los, komm schon. Na los, komm, komm, komm. Verdammt, oder? Willst du mich verarschen? Ja, willst du? Jetzt, setz halt. Klingt halt. Wie gesagt, wir sind hier immer noch in der Alpha-Version. Bugs passieren. Komm, dann machen wir das so. Okay. Dann ist auch zu. Komm. Ist mir jetzt Wurst. Ah, wir haben noch einen Stein aufgehoben. Ich dachte, wir können keinen mehr aufheben. Ein Fall für Mulder und Scully. Ah, da ist er. Okay, einen Baum sollten wir noch fällen. Ja, komm, machen wir den da. Ploing, pling, ploing, pling, ploing. Ich bin mal gespannt. Natürlich Gronkh und die ganzen anderen großen Let's Player haben natürlich auch schon The Forest gespielt und ich bin mal gespannt, ob, wie ihr jetzt auf mein The Forest reagiert. Ich kann natürlich nichts versprechen. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, Junge, sag mal. Ja, und jetzt? Komm. Früher konnte man die Maus gedrückt halten und er hat einfach weiter gehackt. Und jetzt muss man jedes einzelne klicken. Ich glaube, es hackt bei dem einfach. So, ein Lock sollen wir angeblich noch machen. Können wir den? Nee, wir können den nicht machen. Wir können den nicht machen. Das ist enttäuschend. Aber gut, von mir aus. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Feuer noch. So, hier. Ein Firepit. Und zwar. Hier. So. Okay, zwei Steine fehlen noch. Zwei Steine. Und die haben wir genau hier. Ah, den brauchen wir nicht. Ha. Schön, da kann uns heute Nacht zumindest nicht kalt werden. Aber wir brauchen noch einen Shelter. Temporary Shelter. Was haben wir hier? Mhm. Storage. Skin Rack. Kann man sich nicht sogar ein Bett bauen? War da nicht was? Ein Bett? Da brauchen wir. Ah, da brauchen wir. Ah, okay. Nee, dann bauen wir das jetzt noch nicht. Wir bauen uns ein Temporary Shelter oder ein Hunting Shelter. Da brauchen wir Stämme dafür. Sieben Stück! Sieben Stämme!
krass. Ja, aber komm. Ah, nur so. Okay, wir brauchen noch ein Sticky. Wir brauchen dann noch einen Baum. Oh, es wird bald dunkel. Uiuiuiuiuiui. Wir sollten uns sputen. Und vielleicht, wenn es klappt, noch ein Kaninchen einpacken. So, wir brauchen Sticks. Ein Stick noch. Und Steine brauchen wir noch. Jede Menge. Uiuiuiui, das wird knapp. Was auch immer das. Ich habe Medis gefunden. Ah, was macht denn der Lok hier? Aha. So. Oh. Warum auch immer hier Medikamente rumliegen? Ich meine, ich sag da nicht nein. Und 3 Steine brauchen wir noch. Ah, nee, du nicht. Nein. Und 4 Loks. Einen Baum müssen wir noch fällen. Das wird echt. Leute, das wird knapp. Das wird richtig, richtig knapp. Oh ja, uns fehlen immer noch Steine. Uiuiuiuiuiui. Oh, Junge. Warte mal, was? Wir trinken mal was. So. Wir haben ja zum Glück das Soda eingepackt. Na komm. So, die Baumstämme haben wir. 1, 2, 3. Komm. Jawohl, wir haben alle Steine. Und wir haben genug Lok. Ach, wunderbar. Wir können heute Nacht schlafen. Und das machen wir doch. Ah, komm, machen wir Drop hier. Ah. Wir speichern. Slot 3. Und wir gehen schlafen. Und erwachen in der nächsten Folge auf. Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit The Forest. Jetzt ist mir fast der Name nicht eingefallen, aber danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zur nächsten Folge. Man sieht sich.